E-Center Culinara Schwenningen. Immer gut drauf. Liebe Zuschauer von NQTV, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Das Eis ist heiß. Im Gespräch sind wir heute mit Uli Maurer. Herzlich willkommen. Uli, du kommst gerade vom Training. Wie ist es für dich heute gelaufen? Ja, gut. Wir haben gut geschwitzt. Ich denke, jeder weiß, wo wir stehen, und deswegen ist die Motivation sehr hoch beim Training. Okay, und wie ist die Stimmung? Hat es jetzt ein bisschen auf die Stimmung geschlagen oder kommt er immer nach wie vor mit Freude zum Training? Ja, natürlich ist jetzt die Stimmung anders, als wie wenn wir jetzt eine Erfolgsserie hätten. Nichtsdestotrotz müssen wir nach vorne schauen. Wir müssen einfach hart arbeiten, müssen wieder heiß auf die nächsten Gegner sein und dann ist auch wieder alles drin. Ja. Hat der Trainer jetzt auch die Einheiten irgendwie verändert? Nein, ich denke nicht. Ich sage, von der Trainingsintensität darf man es jetzt auch nicht übertreiben. Wir haben viele Spiele gehabt. Natürlich hätte man es vielleicht verdient. Aber auf der anderen Seite brauchen wir für die kommenden Aufgaben gute Beine, damit wir am Wochenende wieder alles geben können. Kommen dann Aufgaben, da sprichst du gerade was an. Ihr spielt gegen Düsseldorf und Ingolstadt. Was sagst du zu den beiden Gegnern? Habt ihr euch schon eingehend darauf vorbereitet? Ja, das wird ab morgen passieren. Wir haben mit Sicherheit keine leichten Gegner. Vor allem jetzt, weil Selbstvertrauen bei den Spielern mit Sicherheit nicht so hoch ist. Ich denke, der Gegner ist gerade gar nicht so wichtig. Wir beschäftigen uns leider gerade ein bisschen mehr mit uns. Und da muss einfach jeder schauen, dass er das Beste aus sich rausholt. Einfach alles geben und dann ist, wie gesagt, alles drin. Okay. Was macht das Umfeld derzeit mit euch, damit das Selbstvertrauen besser wird? Ja, natürlich sind sie unzufrieden und das zu Recht. Auf der anderen Seite dürfen sie jetzt nicht nur einschlagen, weil, wie gesagt, wir sind die Letzten, die das wollen, wo wir gerade stehen. Es ist keine einfache Situation. Ich sage, hier und da dürfen sie uns einmal einen Arschtritt geben. Aber wie gesagt, wenn wir dann uns gar nichts mehr zutrauen, wird uns das auch nicht helfen. Wie reagiert denn der Trainer jetzt? Also man kennt ihn ja als großen Motivator. Kann er auch mal richtig laut und brutal werden jetzt? Oder wie geht er mit euch vor? Ja, natürlich. So kennt man Pat auch. Wie gesagt, es ist halt immer zu verschiedenen Zeiten angebracht. Es ist jetzt halt schwierig, weil es halt doch schon eine lange schlechte Phase ist. Aber wir müssen jetzt da noch enger zusammenrücken und nur zusammen können wir aus dieser Situation wieder rauskommen. Okay, Uli, du hast jetzt in München vorher gespielt, du warst auf der Sonnenseite des Eishockeys, jetzt bist du in Schwenningen. Kannst du diesem Standort dennoch was Positives abgewinnen? Ja, natürlich. Ich sag, die Begeisterung ist riesig. Man hat es gesehen, wo wir am Anfang gut gespielt haben. Aber auch jetzt, wo es nicht so läuft, die Zuschauer kommen Gott sei Dank immer noch ins Stadion und freuen uns an. Da sind wir auch sehr dankbar dafür. Es könnte auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Aber ich denke, Schwenningen ist ein super Eishockey-Standort mit sehr viel Tradition. Und ich hoffe, dass wir Spieler das endlich schaffen, alle da zufriedenzustellen. Ja, jetzt sagt euer Trainer, dass der 10. Platz immer noch drin sei. Wie siehst du das? Habt ihr das noch auf der Pfanne? Ja, ich sage, wenn ich jetzt Nein sage, dann brauchen wir gar nicht mehr antreten. Aber ich denke, soweit dürfen wir jetzt gar nicht vorausschauen. Wir müssen jetzt einfach schauen, von Spiel zu Spiel, von Drittel zu Drittel. Und nur, wenn wir jetzt, sage ich, von klein wieder anfangen und die Basis wieder richtig macht, werden wir auch wieder Spiele gewinnen. Jetzt wurde ja schon viel drüber gesprochen, warum kam es dazu? Also zum Beispiel kam ja in 12 Spielen, gab es nur einen Sieg zum Beispiel. Jetzt noch mal ganz kurz zu deiner kurzen Analyse. Was denkst du, was waren die Probleme? Wie kam es dazu? Weil ihr habt ja eigentlich sehr positiv angefangen. Alle waren begeistert. Ja, wir haben dann nach dieser Phase eben Spiele verloren, wo wir auch gut gespielt haben. Und dann sind ein paar Verletzungen dazugekommen. Ich will jetzt hier keine Ausreden starten, was auch immer. Aber unser Kader ist halt nicht so breit, wenn da wichtige Spieler ausfallen und wir dann immer mit 4 Reihen so erfolgreich rollen können wie am Anfang. Dann kommt halt unser ganzer Motor ein bisschen ins Stottern. Und wie gesagt, dann fällt's Selbstvertrauen. Und die anderen Mannschaften laufen dann heiß. Und wie gesagt, je länger so eine Negativserie dauert, umso schwieriger wird es, wieder rauszukommen. Wir haben zwar zwischendrin immer einige Lichtblicke, sage ich jetzt in Bremerhaven oder auch die Moral, die wir gegen Nürnberg gezeigt haben. Da habe ich eigentlich immer Hoffnung, dass es uns den gewissen Push wieder gibt.
aber irgendwie schaffen wir das nicht, solche Erfolgserlebnisse für die nächsten Spiele mitzunehmen. Und da haben wir einfach immer wieder in die Spiele zu schlechte Phasen, die uns die Spiele kosten. Ihr müsst einfach mal an euer Heimspiel gegen Mannheim denken. Das war ja sensationell. Was hat denn jetzt der Psychologe da vor 2 Wochen zu euch gesagt? Na gut, da kann auch nicht zaubern. Es sind einfache Sachen, sage ich jetzt einmal, wie sie jeder vielleicht mental ein bisschen regenerieren kann, was auch immer. Dem einen hilft's, sage ich, der nimmt ein paar Sachen mit. Es ist gut, dass im Profisport jetzt über sowas nachgedacht wird, aber der kann uns jetzt mit Sicherheit auch nicht die Patentlösung geben. Wie ist es für dich persönlich, mit einem Psychologen zu arbeiten? Nimmst du sowas gerne an oder kannst du es selber? Ja, ich bin offen für alles. Ich sage, wenn es gut läuft, braucht man keinen. Wenn es schlecht läuft, versucht man einfach ein paar Sachen mitzunehmen. Aber im Grunde genommen muss jeder sich selbst auf sich selbst besinnen, sage ich jetzt einmal, Ruhe bewahren und dann spielt man das beste Eishockey. Welche Mannschaft hat dich jetzt so im bisherigen Saisonverlauf besonders positiv überrascht? Welche gegnerische Mannschaft? Ja, ich denke, Nürnberg hat jetzt gezeigt, obwohl sie mir geschlagen haben, dass sie wirklich eine sehr gute Mannschaft sind offensiv sehr gefährlich. Mein alter Verein München zeigt auch wieder, dass sie oben mitspielen. Aber wie gesagt, heuer gibt es wirklich viele gute Mannschaften wie Köln oder Mannheim. Aber im Endeffekt schaue ich da nicht zu viel drauf, weil es mir umso mehr aufregt, dass wir gegen solche Mannschaften eben nicht erfolgreich sind. Das stimmt. Ja, jetzt, du hast gerade München nochmal angesprochen, dein bisheriger oder voriger Verein. Es muss ja schon Liebe sein, wenn man hier nach Schwenningen kommt. Oder was begeistert dich hier? Was hast du schätzen gelernt an diesem, an dieser Umgebung, an dem Standort? Vielleicht nicht unbedingt nur sportlich? Ja, mei, ich sage jetzt in München, ich habe eine super Zeit gehabt, aber am Schluss war auch nicht alles Sonnenschein. Ich wollte einfach wieder Eishockey spielen, Spaß haben und mir hat die Herausforderung gereizt, hier in Schwenningen eben was zu reißen. Man verfolgt es ja, wie die Liga alles so verläuft und ich habe hier auch einige Auswärtsspiele gespielt gehabt und landschaftlich und so bin ich eher ein Naturmensch. Darum habe ich jetzt keine Probleme im Schwarzwald zu spielen, sondern ganz im Gegenteil, ich habe ja wieder richtigen Spaß, auch wenn man das jetzt vielleicht an den Ergebnissen meint, es ist nicht so, aber ich komme trotzdem jeden Tag gerne ins Stadion und ich hoffe, dass ich derjenige bin mit meinen Kameraden, die das Ruder rumreißen, dass hier endlich erfolgreiches Eishockey gespielt wird. Das wird die Fans sicherlich freuen, wenn sie das hören. Was machst du so außerhalb vom Eishockey? Machst du sonst auch viel Sport und wenn ja, welchen? Ja, ist eher im Sommer. Im Winter, sage ich, bin ich im Eisstadion gut bedient und dann habe ich ja noch meine 2 kleine Kinder daheim. Da habe ich genügend zu tun. Aber im Sommer versuche ich schon mit den Jungs Fußball zu spielen oder ein bisschen Golf spielen oder bei mir in der Heimat auf den Berg zu gehen. Das sind schon Sachen, die mir sehr viel Spaß machen. Kommen wir noch ganz kurz zum Thema Film. Bist du ein Filmschauer, Gucker? Wenn ja, welchen würdest du mehrmals anschauen? Na gut, ich sage jetzt ganz ehrlich, ich bin kein großer Filmschauer, aber wenn so alte Klassiker wie Gladiator oder irgend sowas kommen, den schaue ich mir dann schon öfter an. Und was muss es bei dir an Heiligabend zum Essen geben? Hauptsache es schmeckt und da habe ich noch nie Probleme gehabt, weil meine Frau, meine Mama und meine Oma können alle sehr gut kochen. Da habe ich eigentlich alles, was man braucht zu Hause. Danke, Uli Maurer. Viel Erfolg am Wochenende und liebe NQTV-Zuschauer, das war's für heute hier aus der Helios Arena mit Uli Maurer.